Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Ich habe mich gerade dazu entschlossen. Ja, wieder falsch. Wir werden jetzt doch, wir werden jetzt erstmal das machen oder das. Also das hier ist definitiv noch zu hoch für uns. Obwohl, besuche Triss in ihrem Haus ist jetzt ja auch nicht so, ne? Aber, ups. Ah. Ob sich Ciri in WLAN befindet, heraus, ob Ciri sich in Novigrad befindet, okay. Also das heißt, wir müssen sowieso uns hier umhören. Und. Also wir machen jetzt doch erstmal das. Ja, gehen du mal. Boy. Wartet mal, ich muss jetzt hier wieder aus dem Zimmer rausfinden. Das ist ja eine Qual. Ich sehe hier nichts. Ich muss das so sagen, bei mir ist herrlicher Tag, wo ich das gerade aufnehme und hinter mir scheint voll die Sonne rein. Vielleicht können wir unterwegs noch das ein oder andere Brötchen. Finden. Ich muss doch da runter. Hä? Was ist denn jetzt? Ich finde mich in diesem schrecklichen Anwesen nicht mehr zurecht. Wartet mal, ich bin jetzt. Oh Gott. Sonne, kannst du mal abhauen? Danke, freundlich. Ja, ich muss doch aber. Endlich! Ich bin draußen! Wow! Weg hier! Und wir haben jetzt nicht ein Traumwetter liegen. Mach an. Ja, da wird mir gerade Gemüse angepasst. Hier? Nee. Willst du mich verkaspern? Sollen diese Mühen sein? Da, ich bin Mutter oder was? Nein, ich mach das nicht aus, das da. Auf. Ich muss bald oder Gemüse. War hier nicht irgendwo ein Schnitt, wenn ich mich nicht verstanden habe? Ja, hier, oder? Mann, das Fall. Yo! Was ich? Du bist bleich wie Milch. Oh. Ja. Toll unterhalten. Du da, Weißer. Glaubst du etwa, deine zwei Schwerter können es mit 40 aufnehmen? Ah, okay. Also jetzt mal hier reingucken. Ist ja immer noch nicht wieder heile. Oh. Was ist hier für ein Schwert?
Stahlwaffe. Toll. Toll. Ja. Habe ich hier von so einem Grund Ahnung? Wenn ich hierfür hin muss, weil so wie es aussieht. Du. Nein! Lass mich! Fuck, mal ärgert es. Bitte euch. Wie kann ich helfen? Ja, wie du helfen kannst, meine Schwerter sind mal Arsch. Kannst du die auch reparieren? Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Mhm. Plastikmuckis. Ich suche aber einen Waffenschmied. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Ja, Geralt, um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Will ich wissen, wie teuer es wird. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Alter Schwede. Kriegst du unser Geld nicht? Bleib auf der Scheiße sitzen. Was ist das für ein Typ? Ich hasse ihn. Alter, Geralt. Bequem, stabil und leicht reicht mir völlig. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Dann bist du kein Meister, wenn du stärkst. Er hat hier einen Auftrag von dem Junge. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Das riecht, glaube ich, nach einer Quest oder so. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skellige Legenden behelligen. Das ist hier unsympathisch. Wie schön. Das Gespräch ist vorbei und... Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Okay. Das ist definitiv eine neue Quest.
Vielleicht ist die ja Stufe 5. Ich glaube, ich hätte einige Nebenquests machen sollen. Ich glaube, ich bin ja stur damals, als ich das aufgenommen habe. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Dann hat er keine andere Wahl. Schön, es regnet. Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Nur dann. Okay. Wisst ihr, wo die Schmiede ist? Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Okay. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Oh ja, stimmt, das ist ein Skellige. Käse. Oh nein. Ich finde ein Schiff nach Skellige. Nein. Tschüss. Dann folgen wir jetzt unser Jetting-Flash. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Haben die Leute nichts gegen dein loses Mundwerk? Ja, dann steh doch nicht im Weg, Boy. Geh doch einfach weg. Warte mal, ist er unbedingt auf dem Tafel? Noch einmal zurück. Noch einmal zurück. Alter, gerade aktuell Plan Orientierung. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich muss auch erstmal gerade hier ein bisschen rein. Du hältst die Backe. Ich boxe dich um. Endlich! Aaron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin finden will, mache ich das. Verbote sind mir schlucken. Was ist mit diesem Jungen los? Bekanntmachung. Hiermit sei zu wissen und kundgetan, dass jeder, der seine feudalen Abgaben an die Burg nicht leistet, hart bestraft wird. Die Hinterziehung von Lebensmitteln wird mit 50 Peitschenhieben geahndet, die unverzüglich und ohne Gnade an alt oder jung, Mann und Frau verstreckt wird. Arschgeigen. Wahrsagerei, ehrlich und hellsichtig. Viele Jahre habe ich hinter mir und in jedem davon viel durchgemacht. Dafür haben die Götter mir die Gabe des Sehens gewährt. Welche Hand ich auch ansehe, ich habe sogleich Visionen vom Schicksal der Hand ihres Besitzers und aller Dinge, die sie berühren wird. Manche nennen es Hexerei. Und wieder natürlich. Doch es ist nur eine Begabung, wie viele andere. Mancher ist beim Schwimmen unschlagbar, ein anderer weiß trefflich zu fiedeln. Wo die meisten der Geige nur Gequietsche und Gekrächze locken. Wer sich nicht fürchtet, sein Schicksal zu erfahren, der besuche die alte Racke. Keine Ahnung. Racke? Keine Ahnung. Unsere Hündin hat geworfen. Wir haben 5 neue Welpen, klein und knorrig, aber ausreichend für einen Eintopf. Ich verkaufe sie für ein paar Kronen. Ihr Stück oder tausche ein sie gegen andere Lebensmittel. Martha. Martha, möge dich der Blitz beim Kackernmachen treffen. Auspeitschung. Als Strafe für die Nichterbringung feudaler Leistung wurden 100 Peitschenhiebe jeweils an folgenden Missetäter ausgeteilt. Georg von Schrein, Sten Bortrun, Brutus der Ältere, Massi Harlin. Möge dies als Erinnerung dienen, dass fütternde Hand auf widerspenstige Untergebene
auch strafend einwirken kann. So. Unser Heidelbeer ist gestorben. Meine Tochter Heidelbeer, eine liebliche Maid und unser Augapfel, starb in diesem Jahr, dem vierten ihres kurzen Lebens. Wir begruben sie auf dem Friedhof bei der krummen Birke. Wer ihr einen Erdklumpen hinlegt oder eine Kerze anzünden möchte, tue es dort. Hutkind. Salben gegen verschiedene Gebrechen. Ich tausche meine Salben bei Karbunkeln, Furunkeln und Gichtgelenken gegen Vögelfleisch oder ähnlich. Vorsicht, die Salben stinken widerlich, doch schwöre ich, dass sie wunderwirken. Lemiel. Ja. Somit haben wir das auch komplett durch. So. Also wir werden uns jetzt öfter auch mal die Bretter an. Ich habe, glaube ich, wirklich keinerlei Nebenquests gemacht. Ich bin gerade am überlegen, ob wir auch tatsächlich erstmal Nebenquests machen, die unser Level irgendwie hochbringen. Denn wir sind gerade nur Level 5 und das ist mir ein bisschen too much wenig. Achso, und nicht wundern, ich bin immer noch leicht erkältet, deswegen räusper ich mich ab und an mal. Es tut mir leid, wenn ich das tue. Ich habe jetzt ein Bäuchchen im Mund. Ich hoffe, es wird dadurch besser. Was versteckt hier? Hier oben ist ein Haus mit einem Geldsack. Ich klaue nicht. Ich borge es nicht. Der Arzt hat. Der Händler, mal gucken, was. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Okay. Zeig mal, was du hast. Guter Mann. Hauptsache, er redet noch, aber er redet nicht mehr. Zeig mir deine Waren. Natürlich kaufe ich dann davon alle, weil ich glaube, das war etwas, was wir brauchen.
Timer sagt eigentlich schon wieder Folgenende. Aber wir gucken jetzt hier noch kurz rum. Ich weiß nicht warum, aber ich will dieses Buch auch noch haben. Und diese Karte. Ach, wenn ich alles kaufe, ist das, glaube ich, gerade, oder? Leb wohl. Leb wohl. Ja. Ich kann da weiter pennen. Wir gucken mal ganz kurz ins Beutelchen doch noch rein. Was habe ich da vorhin gekauft? Oder habe ich was verkauft? Nein, hier. Was bist du? Handwerk? Das scheinen doch die Tränke zu sein, die geil. Juhu! Also wenn das jetzt, ne? Stimmt. Wenn ich jetzt gerade nicht falsch denke, dann müsste es das sein, was ich denke und was ich hoffe. Das wäre richtig nice. Was war vorhin eigentlich für ein Buch? Hier, das Dealer. Religion, Leben, Sonstiges. Ich wollte das jetzt nicht lesen. Jetzt lesen wir es noch. Sollen wir unser Leben der Religion widmen oder die Religion so auffassen, dass sie das Leben, den Leben dient? Es gibt so viele Schulen wie Philosophen, so viele Geschichten wie Menschen. Ganz zu schweigen von Elfen, Zwergen, Halblingen, Gnomen und all den anderen vernunftbegabten Kreaturen, die Erfahrung mit seelischen Zwickmühlen haben. Ich, der ich nun über 120 Jahre überlebt habe. Wodka und Radieschen wirken Wunder. Niemand lasse sich da etwas anderes erzählen. Kann zuverlässig bekräftigen, dass es ausgeschlossen ist, jeden gleichermaßen zufriedenzustellen. Was dem einen zusagt, lässt den anderen Ach und Weh schreien. Und einen Dritten zum Messer greifen, da es von seiner bekannten kleinen Welt um Haaresbreite abweicht. Was also sollen wir tun? Wie sollen wir leben? Nur ganz nach Wunsch, so wie es unsere Seele formt und das Geblöke der Philosophen und Ethiker ignorieren wir. Auch das ist diese Folianten, wie wir leben, Legenden und am Märchen. Ja, ich hoffe, ich habe alles richtig gelesen. Gut, ich beende jetzt die Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.